Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte. Zwei Journalisten, ein Gast der Fernsehsendung der Neuen Zürcher Zeitung. Wie immer mit meinem Kollegen Marco Färber. Mathematik, ein Wort, mit dem viele von uns wahrscheinlich vor allem negative Erinnerungen verbinden. Das Büffeln unverstandener Formeln, Prüfungswammel, Albtraum vielleicht sogar. Muss nicht sein. Im Gegenteil, Mathematik kann Spaß und Abenteuer sein. Der dies sagt, ist Rudolf Taschner, Mathematikprofessor an der Technischen Universität in Wien und mehrfach ausgezeichneter Buchautor, Bücher zum Thema Mathematik, die auch wir verstehen. Professor Taschner ist heute unser Gast. Seien Sie herzlich willkommen, Herr Taschner, bei NZZ Standpunkte. Grüß Gott. Herr Taschner, Marco Färber hat es erwähnt, wir haben oft Bammel vor Mathematik und ich habe eigentlich nur schlechte Erinnerungen an meine Mathematikstunden in der Schule. Woher kommt das, dass wir so ein gespanntes oder gespaltenes Verhältnis haben zur Mathematik? Ich glaube, es ist so, in der Schule wird Mathematik unterrichtet in dem Sinne, dass man sagt, ihr dürft keine Fehler machen. Ja, keine Fehler machen. Die Kinder haben also der Mathematik zu dienen. Und nicht die Mathematik ist es, die dient den Kindern, dass sie etwas erreichen oder weiterkommen. Also es ist ein verkehrtes Verhältnis. Man darf keine Fehler machen. Und dabei ist das Fehlermachen ja das typisch Menschliche schlechthin. Nicht? Also das Wesentliche ist, dass wir Fehler machen und nachher erkennen, ach ja, natürlich, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt kann ich ihn korrigieren. Und das wird einem vermisst, denn dann ist ja schon die Note in der Prüfungsarbeit geschrieben. Naja, aber das gilt ja auch für die Sprache beispielsweise. Also Französisch macht man auch Fehler, wenn man das lernen muss. Englisch macht man auch Fehler, wenn man es lernen muss. Und trotzdem, irgendwie ist uns Sprache zu lernen, fällt uns vielleicht nicht einfach, aber es ist irgendwie nicht ganz so abstrakt. Man hat nicht so eine große Hemmschwelle. Das ist richtig, aber stellen Sie sich vor, in einem Aufsatz können Sie dann doch einen eigenen Gedanken formulieren. Sie können kreativ sein, Sie können sagen, ja, das sind zwar 5 Das-Fehler und 2 Fallfehler drinnen, aber der Gedanke, den du da formuliert hast, der ist so gut, ich übersehe das Ganze. Nicht? Das ist in Mathematik, in den Schulunterricht derzeit nicht möglich. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen ändern. Da sollte man sich überlegen, schau, da hast du wirklich völlig falsch gedacht, aber wirklich so konsequent, dass es beeindruckend schon ist. Also bin ich eigentlich mit dir recht zufrieden. Mathematik, das sind ja auch, hat sehr viel mit Zahlen zu tun. Und Zahlen ist etwas, das wahrscheinlich die meisten Menschen als etwas Kaltes empfinden. Sie haben ja auch Ihr jüngstes Buch, trägt ja den Titel Die Zahl, die aus der Kälte kam, oder? Ja. Hat es auch etwas eben damit zu tun, dass wir haben lieber mit warmen Dingen zu tun, ja, mit kalten Dingen wie mit Zahlen. Das ist richtig. Und darum kommen die Zahlen bei diesem Buch aus der Kälte und werden von mir eingekleidet in eine Geschichte. Also der Trick liegt darin, dass alle Zahlen, die in diesem Buch irgendwie geschildert werden und die wichtig sind, mit Geschichten ummantelt werden. Und dann die Geschichten, die helfen dann zu verstehen. Wenn ich eine Geschichte höre, dann verstehe ich viel besser, als wenn ich nur einfach das Faktum kennenlerne. Herr Taschner, Sie sind in den späten 50er und in den 60er Jahren selber zur Schule gegangen. Wie war es denn mit Ihnen als Kind? Waren Sie damals schon verliebt in Zahlen nein, und haben nein, nein. gerne Mathematikunterricht genossen? Also die Menschen, die in Zahlen wirklich verliebt sind, sind schon ganz, ganz eigene Typen. Also das möchte ich gar nicht sein. Es gibt ja Leute, die Zahlen lieben. Also berühmten ungarischen Mathematiker Erdős, der die Primzahl praktisch persönlich gekannt hat. Also das sind ganz, ganz eigenartige Menschen. Es gibt sogar Inselbegabungen, wo Menschen sich also wirklich nur in Zahlen wirklich verlieben können. Das ist schrecklich. Nein, nein, ich war ein ganz normaler Schüler, hätte auch nicht Mathematik studieren können, hätte auch was anderes studieren können, Geschichte oder Philosophie. Ich bin eigentlich fast zufällig zur Mathematik gekommen. Einerseits dadurch, dass damals schon im Fernsehen kluge Sendungen waren, wie jetzt doch hier. Da gab es sogar einen Fernsehprofessor, der hat Heinz Haber geheißen, der hat wunderbar vorgetragen über die Geheimnisse der Naturwissenschaft und wie sie die Welt zu erklären versucht. Das hat mir sehr gefallen. Und auf der anderen Seite, das war ein richtiger Zufall, hatte, wie ich 17 Jahre war, der Französischlehrer, wir hatten damals das dritte Französischjahr, gesagt, also er könnte jetzt sprechen über irgendein Thema, es ist ganz egal welches, aber es muss Französisch sein und ich möchte haben, dass ich, und da habe ich mir gedacht, ich spreche über ein mathematisches Thema, da kennt sich dieser arme Mann nicht aus und er wird mich da relativ wenig korrigieren können. Und so ist es eigentlich ganz gut gegangen und da habe ich gemerkt, wenn man über etwas erzählt, wo die Menschen sagen, da kenne ich mich nicht aus, dann kann man damit Erfolg haben. Und jetzt versuche ich sogar so zu erzählen, dass die Menschen sich danach sogar auskennen, dass sie es verstehen. Oder das Gefühl haben, dass sie es verstehen. Das ist immer das Gleiche. Man versteht es zum Schluss. Wirklich schwierige Sachen ohne dies nicht. Und wenn ich etwas verstehe,
dass ich es so übermitteln kann, dass Sie es so verstehen, wie ich verstehe, kann ich nie überprüfen. Und wenn es ganz schwierig ist, versuche ich es mir noch einmal und noch einmal verständlich zu machen. Ich trage vor bei Vorlesungen eigentlich immer die alten Themen, aber ich will es mir immer wieder neu in Erinnerung rufen und Sie wieder einen neuen Einblick des Verstehens haben. Das Verstehen ist das Wunderbare, das Lernen ist das Schreckliche. Also Lernen mit Spaß, das klingt irgendwie komisch. Das klingt jetzt aber wirklich so, dass Mathematik eigentlich gar nicht so schwierig ist. Natürlich und dass das jeder eigentlich lernen könnte. Meine Erfahrung, und ich glaube viele Zuschauer teilen diese Erfahrung, dem ist nicht so. Also die Mathematik ist ja dann schon irgendwo auch eine Königsdisziplin. Also es braucht ja dann schon ein bisschen mehr als einfach nur eben die Lust am Verstehen, sondern es hat ja wahrscheinlich schon auch etwas mit, ich sage im weitesten Sinne, mit Intelligenz, mit Abstraktionsfähigkeit zu tun, möglicherweise auch mit Talent. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. In gewisser Hinsicht ist die Mathematik wie ein Parfum. Ich versuche jetzt jeden Menschen zum Riechen zu bringen, aber schlucken uns nur die es wirklich inhalieren wollen. Ja, das ist so der Unterschied. Das würde ich auch in der Schule so sehen. Man sollte in der Schule den Unterricht auf drei Säulen beruhen lassen. Die erste Säule ist, dass ich die basalen, wirklich wichtigen Dinge des Zählens kann, dass ich schätzen kann, dass ich mit Prozenten umgehen kann. Das ist sehr, sehr kompliziert. Dass ich ein bisschen Ahnung habe von Wahrscheinlichkeiten und Risiken. Das ist für die Wirtschaft gar nicht so schlecht. Das ist das eine. Das andere ist, das ist gewissermaßen die basale Sache, das Fundamentale. Grundstoff, den man richtig, auch richtig, Menge, richtig. Wo ich hoffe, dass das wirklich, wenn die Kinder von der Schule weggehen, dass sie das können. Das zweite ist, dass ich sage, die wirklich begabt sind, die das Faible dafür haben, ja, die führe ich dann hinein in das Umformen von Formeln, in das Zeichnen von Integralen, die anderen immer nur empfunden haben als eigenartige Giraffen, aber die verstehen es, was man damit anstellen kann, das sind die Begabten. Aber alle sollten auf der dritten Säule stehen, und das ist, dass ich diese Geschichten erzähle, wo ich sage, schaut, da war kulturgeschichtlich einiges interessant, und das hat mit Mathematik zu tun, und zwar intensiv mit Mathematik zu tun. Die Menschen entdecken die Proportionen und sie machen daraus Häuser, Kirchen, Brücken und verstehen damit irgendwie die Welt zu gestalten. Das ist wichtig. Das heißt, wenn Sie Leute die Faszination der Mathematik zu übermitteln versuchen, dann machen Sie das, indem Sie ihnen solche Geschichten erzählen. Ja, durch das Geschichtenerzählen. Das ist eigentlich der Weg. Jetzt habe ich meinen Trick verraten, also es sollten die anderen auch können. Welches ist Ihre Lieblingsgeschichte, die Sie erzählen? Ach, na, das ist an ungeraden Tagen eine andere als an geraden Tagen, nicht? Also ich könnte Geschichten erzählen über einen der geschicktesten Logiker des 20. Jahrhunderts, Gödel. Das ist deshalb eine hübsche Geschichte, weil sie kommt aus Österreich. Gödel war ja, wenn Sie so wollen, ein Altösterreicher, kam aus Brünn. Und er, der größte Logiker nach Aristoteles und Leibniz, dieser Mann hat an Gespenster geglaubt. Und wie es dazu kommt, dass er an Gespenster glaubt und warum er aus logischen Gründen sagt, es gibt Gespenster. Er war so verrückt, dass er als Hypochonder nichts essen wollte, was nicht seine Frau vorgekostet hat, weil er Angst gehabt hatte, alles ist vergiftet. Sein Freund Einstein hat ihm nämlich gesagt, die CIA, das sind ganz gefährliche Leute, das waren schon die Vorgänger von der NSA damals, die sind ganz gefährlich und die vergiften alles. Also musste seine Frau immer vorkosten. Und als die Frau dann... Er hat seine Frau geliebt, offensichtlich. Ja, unendlich. Seine Frau hat ihn auch gerettet. Sie hat ihn auch gerettet. Er war ja ein völlig lebensunfähiger Mensch, der einfach nur in seiner Welt gelebt hat. Aber sie hat ihn geschützt vor den Nazis. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass er Österreich verlassen konnte. Er selbst wäre nicht über die Grenze von Wien hinausgekommen. Aber sie hat ihn mit der Transsibirischen Eisenbahn bis nach Vladivostok und dann über den Ozean bis nach Los Angeles und dann über den ganzen Kontinent bis nach Princeton begleitet und geführt. Also eine unfassbare Frau. Also in Wirklichkeit, hinter jedem geschickten Mathematiker steht eine noch viel geschicktere Frau. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Nun ist das eine hübsche Geschichte, oder? Sie erzählen sie ja wunderbar. Aber wie bringt mich das zur Mathematik? Ja, und was ist jetzt? Was hat Gödel geglaubt? Gödel hat geglaubt, dass alles, was widerspruchsfrei ist, auch wirklich existiert. Und was ist alles widerspruchsfrei? Und wo habe ich widerspruchsfreie Systeme? Ist die Welt widerspruchsfrei? Nicht? Und die Zahlenwelt, die hofft man, die ist widerspruchsfrei. Es ist doch klar, dass 6 mal 7 42 ist, das ist evident. Und wenn jemand kommt und sagt, 6 mal 7 ist 43, dann ist ein Widerspruch entstanden und das kann nicht stimmen. Denn wenn 6 mal 7 43 wäre, dann wäre ich auch der Papst. Das kann ich Ihnen leicht beweisen. Weil dann wäre 42 43, ich ziehe 41 von beiden Seiten ab, dann wäre 1 gleich 2. Der Papst und ich, wir sind 2, also sind wir 1. Nein. Also die Welt wäre widerspruchsfrei. Nein, das kann nicht sein. In der Zahlenwelt ist alles in Ordnung.
Und wie weit geht das bei dieser Zahlenwelt? Geht es bis ins Unendliche? Das ist die Frage, die sich stellte. War ein richtiges Problem Anfang des 20. Jahrhunderts. Wie weit geht die Widerspruchsfreiheit der Mathematik, wenn das Unendliche mit ein Spieler ist? Und da hat Gödel gezeigt, ja, sie wird wohl widerspruchsfrei sein, aber ich kann mathematisch beweisen, dass es keinen Beweis gibt, dass sie widerspruchsfrei ist. Und das ist ein derart eigenartiger Gedanke gewesen, den selbst Hilbert, der dieses Problem entworfen hatte, gar nicht mehr so richtig verstanden hatte. Er war damals schon ein alter Herr. Also das ist der Hintergrund dessen, womit sich Gödel beschäftigt, während seine Frau versucht, ihn zu retten. Nun würde der Laie einwerfen, naja, wenn etwas unendlich ist, also keine Grenzen kennt, dann ist natürlich eine Beweisführung letztlich auch nicht machbar, weil eben die Unendlichkeit nie endet und der Beweis ja irgendwo ein Ende bräuchte. Ja, das ist richtig. Aber schon Pascal hat diese Idee gehabt, nein, mein kleines endliches Hirn kann Unendliches denken. Ja, ich kann unendlich viele Sätze in meinem endlichen Hirn beweisen. Ich kann zum Beispiel zeigen, dass die Summe von ungeraden Zahlen, der ersten ungeraden Zahlen, immer eine Quadratzahl ergibt. Nicht? 1 plus 3 ist 4, ist eine Quadratzahl. 1 plus 3 plus 5, also 4 plus 5, das ist 9, ist eine Quadratzahl. Und warum stimmt das? Ich kann das jetzt zeigen, wenn 1 plus und so weiter bis 2n minus 1 eine Quadratzahl ist, nämlich n Quadrat. Und dann gebe ich noch 2n plus 1 dazu, die nächste ungerade Zahl, n Quadrat plus 2n plus 1. Aha, das ist n plus 1 zum Quadrat, wieder eine Quadratzahl. Ich bin hinaufgestiegen wie auf einer Leiter. Ich weiß es bei 1 und ich weiß, von jedem Sprossel der Leiter komme ich auf die nächste hinauf. Und so komme ich auf diese Jakobsleiter bis hinauf zum Ewigen. So ist es die Idee. Ist das eigentlich, ist das auch bis zu einem gewissen Grad eine Glaubensgeschichte? Glauben Sie daran, dass es widerspruchsfrei ist? Sehen Sie, das ist der Punkt von Gödel gewesen. Der hat wirklich geglaubt, dass es widerspruchsfrei ist. Ja, aber Sie. Und, das ist jetzt der, ich persönlich bin auf dieser ganz kleinen Schiene von den ganz wenigen Mathematikern, die sagen, man muss ganz besonders vorsichtig sein. Ganz besonders vorsichtig. Die meisten sagen, wir stellen uns ein Axiomasystem auf. In dem Axiomasystem ist unendlich so etwas Einfaches wie die Zahlen selbst. Ja, in diesem Axiomasystem spielen wir, wie ein Schachspieler mit seinen Figuren spielt. Da gibt es Damen und Könige und die Dame hat keinen Reiz und der König hat kein Land, aber sie werden gezogen nach bestimmten Regeln. Und so machen das diese Axiomatiker, die spielen mit den Worten wie unendlich und den Zahlen. Und sie sagen, solange kein Widerspruch passiert, dann wird das schon stimmen. Man weiß, man kann es nicht zeigen, dass nie ein Widerspruch passieren wird, aber sie spielen das Spiel weiter. Und ich persönlich gehöre aber dieser ganz kleinen Gruppe an, die sagen, das ist halt nur ein Spiel, das ist l'art pour l'art, das ist nichts mit der Wirklichkeit zu tun habendes. Das Unendliche selbst in der Wirklichkeit gibt es ja nicht. Es gibt ja nur den Gedanken, diese Vorstellung des Grenzbegriffs und wir werden ihn nicht erreichen. Ja? Also das ist eine Glaubensfrage tatsächlich und da, wenn Sie so wollen, bin ich da ein Skeptiker. Ja? Der Skeptizismus ist immer eine sehr, sehr kluge philosophische Position gewesen. Ich habe einen Satz von Ihnen gefunden, wo Sie schreiben, ebenso wichtig wie in der Kunst oder in der Technik des Designs ist der Begriff der Schönheit in der Mathematik. Nun fällt wahrscheinlich Laien wie mir etwas schwer, Mathematik mit Schönheit zu verbringen. Aber bedenken Sie, dass ganz am Anfang, als die Mathematik erfunden worden ist, bei Pythagoras, Pythagoras sofort erkannt hatte, in den Zahlen steckt die Schönheit drinnen, denn wenn ich eine Seite des Monochords nehme und sie Teil im Verhältnis 2 zu 1, dann höre ich die Oktav, im Verhältnis 3 zu 2. Das Monochord, das ist ein Instrument, wo es nur eine einzige Seite gibt. Ja, und ich kann diese Seite durch Druck kann ich sie teilen, sodass nur ein Teil der Seite schwingt. Und er hat festgestellt, bei dem Verhältnis 2 zu 1 ertönt die Oktav, beim Verhältnis 3 zu 2 ertönt die Quint, 4 zu 3 die Quart. Und die gesamte Schönheit der Musik ist in den Zahlen 1, 2, 3 und 4 verborgen. Darum hat auch Pythagoras gesagt, wenn Sie addieren, 1 plus 2 plus 3 plus 4, haben Sie die Allvollkommenheit, nämlich die Zahl 10. Das war die Zahl der Panteleia. 5 interessanterweise kommt dann gar nicht so richtig vor, obwohl es wäre auch ein hübsches Intervall, das wäre die Terz gewesen, aber die kommt erst in der frühen Renaissance bei Dunstable. Die war bei den Pythagoreern ein nicht konsonantes Intervall. Es kommt also wirklich auf den Begriff der Schönheit an. Jetzt. Und dann erblicken die Pythagoreer den Kosmos. Das Weltall, Sie sagen, die Sphären schwingen in denselben Verhältnissen, so entsteht die Sphärenmusik. Und Sie sagen, der Kosmos ist schön. Nicht? Das Wort Kosmetik kommt davon. Und darin steckt Mathematik, ja? Die Zahlen.
ist denn, es haben ja auch irgendwelche Leute in letzter Zeit, glaube ich mal, also die Top Tens der schönsten Formeln mathematischen zusammengestellt, oder? Ja, richtig. Das Tolle ist denn Ihre Lieblings? Gibt so eine? Also die erste, die schönste Formel, das ist eine, die Euler entdeckt hatte, das war der Sieger bei diesem Top Ten, das ist eine eigenartige Formel, E hoch Pi I. Und dann kommt plus 1 ist gleich 0. Das kommen alle Zahlen vor, die in der Mathematik eine wichtige Rolle spielen. 0 ist klar, 1 ist auch klar. Pi, das kennt man noch ein bisschen, das ist das Verhältnis von Umfang zu Durchmesser des Kreises. Gibt es auch eine fürchterlich interessante Geschichte, weil Archimedes sich bemüht hat, das auszurechnen und gemerkt hat, das ist ein unendlicher Prozess und er wird mit seinem Sandrechner nicht zu Ende kommen, aber er hat gewusst, die Methode habe ich entwickelt und erst viel, viel später, als man die arabischen Zahlzeichen kannte, hatte man wirklich die ersten paar Stellen ausgerechnet, ohne dies nur die ersten paar Stellen, weil es gibt unendlich viele weitere. Und die Schönheit dieser Formel liegt, darin, es kommen also alle Zahlen vor, es kommen alle Rechenoperationen vor, das Addieren, das Multiplizieren, das Potenzieren. Man kann sie nur beweisen mit der Differentialrechnung. Okay. Sie ist schwierig. Ja, also das gilt für die Mathematik als schöne Formel. Es gibt der große Mathematiker Don Sagier hat gesagt, viel schöner ist für ihn die Tatsache, dass jede Primzahl, die man, wenn man sie durch 4 teilt, den Rest 1 lässt, dass jede dieser Primzahlen sich darstellen lässt als Summe von 2 Quadratzahlen. Das war für ihn die schönste. Es gibt also verschiedene Arten von Schönheitsbegriffen und ein Normalbürger hat das Empfinden, was ist daran schön? Das ist richtig. Ja, das ist in der Tat. Jetzt ist das Interessante ja bei diesen Top 10 der schönsten Formeln, dass 2/3 älter sind als 100 Jahren. Also wir sind nachhaltig. Ja. Es gibt eigentlich keine neuen, schönen Formeln mehr. Ja, das ist ein wirkliches, wir sind wirklich eine nachhaltige Wissenschaft. Stellen Sie sich das vor. Wenn in der Biologie etwas veröffentlicht wird, nach 6 Monaten sagt man sich, das ist schon längst vorbei, haben wir schon längst überholt. Aber wir holen heraus den Satz des Euklid, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Und der ist 2300 Jahre alt, das ist nachhaltig. Aber jetzt derzeit ist es schon schwer geworden. Man kann sich auch gegenhalten und sagen, das ist auch ein bisschen langweilig. Also man erfindet eigentlich nichts mehr Neues, es ist eigentlich alles schon da. Man muss es verstehen. Richtig. Aber es ist alles schon da. Wissen Sie, das ist sozusagen mein Arbeitsfeld dann, dass ich sage, ja, das Schöne ist jetzt da, aber es gibt noch immer so viele Menschen, die das nicht entdecken. Und so habe ich mich also nicht darauf kapriziert, eine andere schöne Formel zu entdecken, die vielleicht zu entdecken für mich viel zu schwer wäre. Ich bin ja kein großer mathematischer Forscher, so wie die anderen. So, ich habe nur ganz kleine Sachen gemacht, also so, wie man sagt in der Mathematik, Epsilons, das sind die ganz kleinen Größen, die noch ein bisschen größer als 0 sind, aber fürchterlich klein. Nein, das habe ich also eher zur Seite gelegt und habe gesagt, nein, die schönen Dinge, die wirklich großen, schönen Dinge, die zwar alt sind, aber die noch so viele Menschen nicht verstehen, das möchte man verbreiten. Aber an was liegt es denn, dass es heute schwerer fällt, noch neue, schöne Formeln zu finden oder zu kreieren? Wissen Sie, sie wären schon da, nur wir müssen sie noch irgendwie herausholen aus diesem Brunnen. Die Ideen sind schon vorhanden. Sie haben gesprochen von den 10, von den 7 Millionen, von den 7 Problemen, wo man 1 Million bekommt. Nicht? Da wären schon eine ganz hübsche Formel dahinter. Da gibt es die Frage, ob die Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion alle auf einer bestimmten Geraden liegen. Ich rede also jetzt in einer eigenen Sprache. Aber das wäre für die Mathematik, das ist ein Problem, das uralt ist und bis heute nicht gelöst ist. Es gibt Fragen, der Autor in der Zürcher Zeitung, Spiro, hat ein schönes Buch darüber geschrieben. Kepler hat sich die Frage gestellt, wie kann man Kugeln möglichst dicht backen? Also wenn ich Orangen habe, die immer gleich groß sind, wie verpacke ich die so, dass möglichst viele Orangen hineinpassen in einen bestimmten Behälter, der sehr groß sein sollte. Und dieses Problem, das von Kepler gestellt worden ist, ja, das ist bis jetzt sozusagen noch immer offen geblieben vor kurzer Zeit. Und darüber kann man also wirklich Gedanken sich machen. Kann man sich nicht die Frage stellen, ist denn das wichtig, dass man Orangen besser stapeln kann? Oder ist es nicht sinnvoller, dass man sich gedanklich mit, keine Ahnung, der Krebsforschung, der Rettung der Welt. Die Rettung der Welt, ja. Wissen Sie, also was ist der Beitrag der Mathematik und der Forschung? Der große englische Mathematiker Godfrey Hardy hat gesagt, ich habe mich mein Leben lang nur mit Primzahlen und ähnlichen Dingen beschäftigt. Sie sind für nichts Nutze. Ich bin stolz darauf. Man kann mit meinen Primzahlforschungen keine Atombomben bauen. Man kann keine Waffe erzeugen. Alles andere, die angewandte Mathematik gemacht haben, schließlich und endlich wird der Waffe erzeugt und wird also Kriegsgerät hergestellt.
Ich mache nur etwas, was rein la pour la, nur der Schönheit der Mathematik dient. Und ich habe natürlich Leute ausgebildet, aber auch nur Leute, die sich selbst in diesem Gebiet weiter beschäftigen werden. Also insofern kann die Gesellschaft eigentlich nur sagen, ja, wir unterstützen Hardy, weil wir glauben, dass es wichtig ist, aber wir wissen genau, dass es unbrauchbar ist. Mhm. Und nun stellen Sie sich vor, derzeit werden Primzahlen gesucht, riesenlange Primzahlen mit großer Begeisterung von den Geheimdiensten. Primzahlen müssen Sie vielleicht ganz kurz definieren. Das sind die Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind und größer als 1 sein müssen. Ja, also 1 haben die Griechen nicht zur Primzahl gemacht, weil sie gesagt haben, bei 1 zähle ich noch nicht. Ich fange erst mit 2 zu zählen an. Da ist 2 die erste Primzahl, dann 3, dann 5, 7, 9 eher nicht, aber 11, 13, 17, 19 okay. Und so weiter. Das sind die Primzahlen. Und da sucht man jetzt die größten? Man sucht sehr große. Die größten wird man nicht finden, weil es gibt nämlich unendlich viele. Es gibt unendlich viele. Wenn Sie nämlich eine Liste mir geben von Primzahlen, Sie geben mir eine riesige Liste von Primzahlen, dann mache ich Folgendes, ich schaue mir sie an, ich gebe sie einem Computer hinein, ich lasse sie alle miteinander multiplizieren, alle diese Primzahlen werden miteinander multipliziert, dann gebe ich noch, das macht der Computer, dann gebe ich noch 1 dazu, das kann dann ich leicht machen, ja, gebe noch 1 dazu. Und die Zahl, die dann herauskommt, ist durch keine ihrer Primzahlen teilbar, weil immer 1 als Rest bleibt. Also können ihre Primzahlen nicht alle sein. Aber man sucht riesengroße. Und wieso? Weil man mit diesen riesengroßen Primzahlen verschlüsseln kann. Das ist eine kryptografische Methode, die entwickelt worden ist. Die Geheimdienste suchen diese Primzahlen. Gerade das, was Hardy gesagt hat, was er nicht machen wollte, nämlich dem bösen Geschäft der Geheimdienste zu dienen, genau das passiert jetzt mit diesen eigenartigen Geschöpfen, die früher untersucht worden sind von einem Rechtsanwalt, einem gewissen Pierre de Fermat, im 17. Jahrhundert in Frankreich, der zwischen Freispruch und Todesurteil sich immer mit den Zahlen beschäftigt hat, jede Primzahl untersucht hat, ist das eine, ist das keine. Der hat diesen Satz zum Beispiel entdeckt, dass gewisse Primzahlen, also ungefähr die Hälfte aller Primzahlen, sich als Summe von 2 Quadraten schreiben lassen. Das ist also, wie soll ich sagen, rein esoterisch gewesen. Es war Hobby für ihn. Und jetzt wird das wichtig. Und jetzt wird das entscheidend, wenn Sie ein Bankomat eingeben, also beim Geldautomaten, dass die Botschaft, die Sie eingeben, nämlich Ihren Code, verschlüsselt an die Bank geliefert wird. Das wollen Sie ja haben. Und das liefert Ihnen jetzt die Primzahlen. Oder das liefert Ihnen elliptische Kurven. Auch Dinge, wo man sich sagt, wozu brauche ich das? In die gleiche Richtung geht auch die Frage. Dieser Firma hat ja auch eine Formel entwickelt, beziehungsweise eine Aussage aufgestellt, die man über 350 Jahre nie beweisen konnte. Und 350 Jahre lang haben Mathematiker und die besten Mathematiker sich an dieser Sache die Zähne ausgebissen, kann man sagen, bis in den 90er Jahren, dann dieser Andrew Wiles, glaube ich, heißt, der hat dann diese Sache beweisen können. Ja. Wieso? Was hat Leute wie auch Euler und so weiter angetrieben, große Mathematiker, sich an dieser Formel die Zähne auszubeißen? Ja, das ist einmal die Geschichte, wie sie entstanden ist. Also Fermat liest ein Buch von einem antiken Mathematiker, Diophantos. Und Diophantos erklärt, dass man manchmal es zustande bringt, 2 Quadratzahlen oder die zu addieren und wieder eine Quadratzahl zu erhalten. Also 9 ist eine Quadratzahl, 3 Quadrat, und 16 ist eine Quadratzahl, 4 Quadrat, und 9 plus 16 ist 25, und das ist zufälligerweise auch eine Quadratzahl. Also die Summe von 2 Quadratzahlen kann eine Quadratzahl sein. Und da gibt es, Diophantos hat auch geschrieben, welche Zahlen das sind. Und in diesem Buch, wo das drinnen steht, schreibt Fermat an den Rand, aber eine Summe von 2 Kuben ist niemals ein Kubus, also dritte Potenz. Eine Summe von 2 vierten Potenz ist niemals eine vierte Potenz. Und das geht so weiter, das wird nie der Fall sein. Und dann schreibt er noch drunter, auf Lateinisch natürlich, das war damals die Wissenschaftssprache, ich habe davon einen wunderbaren Beweis, aber der Rand des Buches ist zu klein, ich kann ihn nicht aufschreiben. Das war's. Und 100 Jahre später hat Euler versucht, alle Sätze, die Fermat immer behauptet hat, er hatte fast nichts bewiesen, immer nur behauptet, hat gesagt, das habe ich bewiesen, versucht euch daran. Er war in gewisser Hinsicht sehr gemein, Wissenschaftler des alten Typs. Euler hat versucht, all das wirklich zu beweisen. Es ist ihm gelungen, bei all den Sätzen, die Fermat aufgestellt hat, den Beweis zu finden. Auch bei Vermutungen, die Fermat aufgestellt hat, zu zeigen, da hat er sich geirrt. Das konnte auch Euler. Aber bei diesem einen Satz hat Euler gezeigt, dass mit dem Kuben stimmt. Die Summe von 2 dritten Potenzen ist niemals eine dritte Potenz. Euler hat das mit großer Mühe beweisen können. Und dann hat er gesagt, aber der allgemeine Beweis für jede höhere Potenz, das habe ich nicht zustande gebracht. Hat nach Frankreich gefragt, die Nachlassverwalter von Fermat. Gibt es da irgendwo einen Zettel, wo das steht, was dieser welsche Autor da uns verborgen hat? Nichts aufgefunden. Ja. Und damit war das Problem da.
man kann es leicht formulieren, es hat eine lange Geschichte und keiner weiß, wie man es löst. Und dann kommt noch dazu das liebe Geld. So um 1900 hat ein reicher Deutscher eine Riesensumme Geldes ausgestellt für denjenigen, der das Problem löst. Ja, und dann kamen die vielen, vielen Lösungsversuche, die alle falsch waren. Und endlich, endlich, dieses Problem ist nämlich wirklich, auch aus mathematischer Sicht, nicht so wahnsinnig interessant. Aber es ist einfach, und es ist trotzdem einfach verschenken Leute Lebensjahre. Ich glaube, Weils hat 7 Jahre an diesem Beweis gearbeitet. Aber stellen Sie sich vor, er hätte nicht gefunden, dann würden Sie Weils nicht einmal kennen und hätte trotzdem gesagt, ja, das wäre schrecklich. Das kommt vor. Das kommt vor. Ja. Und ist es denn, warum hat er es gefunden? Ist es denn am Ende auch letztlich Zufall, dass man es auflösen kann? Nein, es war schon Methode dahinter. Es war schon Methode dahinter. Es gab Vorarbeiten. Es gab Vorarbeiten von deutschen Mathematikern, von einem Frey, von Faltings, die sozusagen das Feld schon so gut beackert hatten, dass man dem Problem nahe kommen konnte. Also das Interessante ist, was hat Fermat für einen Beweis gehabt? Denn den Beweis, den Weils gehabt hat, hat Fermat sicherlich nicht gehabt. Und höchstwahrscheinlich hat er einen falschen Beweis gehabt. Er wird sich geirrt haben. So etwas, was man auch bei den Schularbeiten macht. Man hat einen Fehler gemacht. Und Fermat hat einfach sich nicht gedacht, dass jemand diese Marginalnote noch ernst nehmen wird nach seinem Tod und hat vergessen, gleichsam das durchzustreichen. Er wird dann entdeckt haben, dass er einen Fehler gemacht hat. Denn er hat nämlich... Das Einzige, was Fermat jemals bewiesen hat, war, dass die Summe von 2/4 Potenzen niemals eine Quadratzahl ist. Und das hat er erst später bewiesen. Und damit zeigt sich, dass er an den früheren Satz gar nicht mehr richtig gedacht hatte. Also er hat ihn vernachlässigt und die anderen haben fest daran gearbeitet. Stellen Sie sich diese Absurdität vor. Ja. Was sind Mathematiker denn eigentlich für Leute? Also wenn man jetzt so hört, Sie erzählen von diesem Gödel, der zum Hypochonder wurde, Leute, die jahrelang sich in ein Thema verbeißen, ohne zu wissen, ob so irgendwas was führt, ist eine spezielle Spezies von Leuten. Schon. Also, mindestens die Mathematiker, die ja auf diesem Niveau turnen, sagen genau. wir. Genau, die auf diesem Reck turnen, die haben also ganz spezielle Eigenschaften. Ja. Sie müssen ganz verbissen sein, sie müssen relativ viel Fantasie haben, sie müssen wohl an sich glauben. Sie müssen einen riesigen Papierkorb haben, weil vieles, vieles ist, was Sie schreiben, falsch. Nicht? Darum ist Mathematik die zweitbilligste Wissenschaft. Nicht? Also Physik oder Biologie sind sehr teure Wissenschaften mit den Labors. Mathematik ist die zweitbilligste Wissenschaft, denn die brauchen nur Papier, Bleistift und einen Papierkorb. Die billigste Wissenschaft ist die Philosophie, die braucht keinen Papierkorb. Aber die Mathematiker, die irren sich halt manchmal. Und dann kommt halt nichts zustande und dann muss man durchhalten. Und das hat natürlich, zum Beispiel gibt es den berühmten Mathematiker Nash, der sich auch versucht hatte an diesem einen 1-Million-Dollar-Problem, von dem ich gesprochen habe, über die Zeta-Funktion. Da gibt es ja diesen Film, oder? Ja, das ist der Mann mit dem Beautiful Mind, ja. Und der hatte zuerst einmal eine sehr beeindruckende Dissertation verfasst, aber er wollte noch besser werden, Ob seine Schizophrenie damit zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es ist nicht ganz selten, dass Mathematiker doch, sagen wir mal, ein bisschen, insbesondere wenn sie da oben turnen, ich hoffe, ich gehöre nicht dazu, also, dass ich da oben turne, sicherlich nicht, aber dass ich nicht dazu gehöre, dass man etwas schräg ist und etwas eigenartig die Welt sieht. Genie und Wahnsinn. Ja, schon. Ja, kommt vor. Und was? Eine gefährliche Wissenschaft, ja. Und was macht das Genie aus? Wie würden Sie das definieren? Was ist ein Genie? Das mathematische Genie? Ja. Sie haben ja mal gesagt, ich bin keins. Das ja, ich bin hier keins. Nein, also müssen Sie ja wissen, was das ist. Was Sie bräuchten oder was Ja, ich habe schon einige Leute kennengelernt. Also stehen an der Tafel, haben entwickelt einen Gedanken, man sitzt dahinter und sagt sich, eigentlich unglaublich, nicht? Also manchmal fragt man sich, das ist so interessant. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen, nicht? Aber Sie sind drauf gekommen, ja? Darum ist es auch so interessant, wenn man einen Gedanken entwickelt, selbst wenn er ein kleiner ist. Man hat das Empfinden, jetzt muss ich es schnell aufschreiben und schnell publizieren, denn dieser Gedanke könnte jeder andere auch haben. Ja? Es ist der Gedanke nicht, den ich selbst entwickelt habe, sondern den ich mir gleichsam von irgendwoher geholt habe. Nicht? Also den gibt es und ich habe ihn ja gefunden. Es ist mehr oder weniger ein Finden und kein Entwickeln. Nicht? Das ist also mathematische, wirklich tiefe mathematische Erkenntnisse sind fast Entdeckungen, ja? Richtige Entdeckungen. Träumt man?
Ja, einige werden sicher träumen. Ja, ja. Poincaré hat beschrieben, dass er einmal, wie er mit Fuchs'schen Funktionen gearbeitet hat, da hat er am Abend vorher sehr viel Kaffee getrunken, ganz zu seiner, war sonst nicht gewohnt und hatte nicht schlafen können und hatte Träume gehabt. Und da sind die Funktionen da in seinem Traum hin und her gelaufen. Und dann, wie er aufgewacht ist, hat er das nur mehr niederschreiben brauchen, so wie Mozart. Ja. Ich brauche es nur mehr zu schreiben, ich habe es im Kopf. Ist es richtig, dass wirklich Spitzenmathematiker ihre Leistungen im Wesentlichen in jungen Jahren erbringen und dass man ausbrennt gewissermaßen, wenn man älter wird? Ja, na, Gauss ist nicht ausgebrannt, aber man kommt zu einem bestimmten Niveau, so ungefähr bis zu 30 und dann ist man glücklich, wenn man auf diesem Niveau bleibt oder man verfällt leicht. Also erst in seinen spätesten Lebensjahren hat Gauss dann eigentlich dann nur mehr viel gezählt, hat viel nur mehr viel gerechnet. Er war ein Rechenkönig, er konnte wirklich unfassbar gut rechnen, unglaublich gut rechnen, aber er hat immer gesagt, das Rechnen ist eigentlich nur so eine Nebenangelegenheit. Also man erkennt die schlechten Mathematiker dadurch, dass sie unfassbar genau rechnen wollen, hat er immer gesagt. Also obwohl er selber wirklich fantastisch rechnen konnte. Das haben Sie jetzt schon mehrfach betont, Mathematik ist nicht Rechnen. Nein. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied? Oder andersrum, beide handeln ja von Zahlen, von Formeln. Ja. Was erhebt denn die Mathematik über das Rechnen? Ja, das ist gleichsam, was erhebt Mozart über die Tonleiter, nicht? Ja, das ist so die Frage. Ja, ja. Ich muss die Etüden der Geläufigkeit muss ich vielleicht auch üben, aber das ist noch nicht ganz Musik. Ja, ja, ein bisschen geht's drüber. Also nein, plötzlich habe ich eine Entdeckung, die hinter den Zahlen steckt und ich sehe das Unendliche durchschimmern. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Hermann Weil, der ja in der ETH lange Jahre unterrichtet hat, denn die ETH sozusagen, das war für ihn die Heimatstätte. Es gibt ein Hermann-Weil-Zimmer an der ETH, ein wunderbarer Ort für Weil gewesen, Zürich, hat ja auch dort über Einstein gearbeitet, hat Schrödinger dort kennengelernt, das war für ihn ein, und Weil hat gesagt, das ist die Wissenschaft des Unendlichen. Ja, wenn das Unendliche durchschimmert, und das hört das Rechnen auf, ja, wenn das Unendliche durchschimmert, dann kommt der mathematische Satz. Wenn ich nur rechne, bin ich Buchhalter, ja. Bin ich nicht Mathematiker. Und Sie haben auch den Satz gesagt, ich habe das in einem Video von Ihnen gesehen, wo Sie junge Leute für die Mathematik zu begeistern versuchten. Angehende Studenten sagten Sie, die Mathematik ist die Wissenschaft, wo man alles verstehen kann. Kann man alles verstehen mittels Mathematik? Ist die Wissenschaft, wo man alles, was in dieser Wissenschaft steckt, verstehen kann. Also ach so. Nein. Die Frage wäre ja, ist die Welt quasi? Nein. Oh Gott, ich verstehe. Was ist die Liebe? Wie könnte das die Mathematik verstehen? Mit Mathematik die Welt verstehen. Obwohl sogar ein Computer schon weiß, was die Liebe ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben. Da gab es dieses Jeopardy, heißt diese Show, wo man also ganz gefinkelte Fragen stellt und man muss schon um die Ecke denken können, um die Frage zu beantworten. Und ein Computer wusste es, was das ist. Zeitweise irre sein, heilbar durch Heirat. Und der Computer wusste es und die Leute wussten es nicht. Es ist die Liebe. Also weiß der Computer, was die Liebe ist? Versteht der Computer die Liebe? Er versteht sie natürlich nicht. Nein. Also insofern ist die Mathematik ein sehr, wie soll ich sagen, abwärts gewendetes Gebiet. Also das ist nicht etwas, wo man sagt, da verstehe ich Schicksal oder das Weltgeschehen oder Politik oder Zusammenleben von Menschen. Nein. Und wenn man sich dann in der Mathematik sozusagen hineinversetzt, ist man in einem Kokon weit weg von der Welt. Aber dort in diesem Kokon, da kann ich dann alles verstehen. Dort. Nur dort. Ist denn nicht Mathematik völkerverständigend, völkerverbindend, weil alle die gleiche Mathematik gebrauchen? Sehen Sie, Herr Spielmann, jetzt haben wir die nachhaltigste Wissenschaft und die demokratischste Wissenschaft. Ja, die zweitgünstigste Wissenschaft. Und die billigste Wissenschaft. Die Philosophen werden Sinn. Nein, weil Sie ja selber auch in Ihrem Buch immer wieder auch vom Aufklärerischen sprechen. Und Aufklärung ist letztlich natürlich ein Begriff der westlichen Welt, der abendländischen Kultur. Aber es verbindet natürlich auch die nicht abendländische Kultur, weil eben Mathematik auch in China, im Nahen Osten so eine Rolle spielt. Ja. Ja, und wenn ich Ihnen jetzt richtig zugehört oder richtig verstanden habe, was Sie gesagt haben, letztlich ja nicht anders interpretiert werden kann. Ja, ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist für Mathematik, dass es der Aufklärung dient.
Ja? Und zwar in dem Sinne, wie ich es betreibe, dass ich sage, ich bringe den Menschen mathematisches Denken bei, so dass die Menschen nicht das Vordergründige, sondern das Hintergründige auch mit Bedenken lernen. Nicht? Es gibt so viele einfache Vermutungen und dann stellt sich heraus, es ist falsch. Und gerade in der Mathematik zeigt sich das sehr, sehr oft, weil wenn ich weiterdenke, ich merke, ja, die Skepsis hat sich gelohnt, ich bin jetzt auf ein tieferes Geheimnis gekommen und das Naheliegende war nicht richtig. Und wie komme ich auf diese tieferen Geheimnisse? Indem ich versuche, das Ganze zu reduzieren bei der Mathematik, möglichst auf einfache Gesetze der Zahlen. Ja? Das ist, die Aufklärung ist, wenn Sie so wollen, hier in Mitteleuropa entstanden dadurch, dass die Menschen vorher mit römischen Zahlzeichen nicht rechnen konnten und sich abhängig machten von denen, die es beherrschten. Und dann plötzlich durch Adam Ries kennenlernten, ich kann selber rechnen. Ich brauche niemanden mehr zu glauben, sondern ich kann es selber überprüfen. Diese Überprüfung, ich weiß jetzt selbst, wie groß ist mein Acker, wie viel Ernte habe ich, wie viel werde ich verdienen, wenn ich etwas verkaufe. Und ich brauche niemanden, den ich dazu fragen muss. Das macht mich jetzt irgendwie selbstständig. Dieses Empfinden von Selbstständigkeit, ich meine, ich glaube, das ist sogar für Schweizer Ohren ganz gut zu hören, wenn sie dieses Empfinden sozusagen vermittelt bekommen, dass man sagt, ja, ich kann selbst. Das ist das Heraustreten aus einer Unmündigkeit, die man vorher besessen hatte. Und ich glaube, dass wir tatsächlich das um 1520 herum die Aufklärung ansetzen können, wo Adam Ries ein Buch geschrieben hat, wo er allen beigebracht hat, wie das geht, das eigenständige Rechnen. Damit kann ich etwas, und das ist wirklich etwas, was fundamental ist, was mit Eigentum auch zu tun hat. Und darum Zahlen sind in dieser Hinsicht natürlich sehr wichtig. Wie weit ist Mathematik Macht? Ja. Einmal hatte ich bei einer sogenannten Elefantenrunde, ich weiß nicht, ob das auch in der Schweiz gibt, da treffen sich die vor der Wahl die Spitzenpolitiker. Und ich hatte mir vorgenommen, bei dieser Elefantenrunde, die hat 1,5 Stunden gedauert, alle Zahlen, ausgenommen Jahreszahlen, alle Zahlen aufzuschreiben, die genannt wurden. In diesen 1,5 Stunden sind praktisch 200 Zahlen genannt worden. Die kleinste war, glaube ich, ein Achtel und die größte war 1,6 Billionen. Das war damals in Schilling die Staatsverschuldung Österreichs und so dazwischen alles, alles. Lauter Zahlen. Wissen Sie warum? Weil die Leute, diese Spitzenpolitiker sagen, wenn ich Zahlen nenne, dann werde ich als seriös, als meine Zahlen liegen auf dem Tisch. Damit ist die Sache gesagt. Ich habe meine Zahlen genannt. Nenne sie die Ihren. Das ist ein Argument, ich würde jedem Politiker raten, dieses Argument einmal in die Diskussion hineinzuwerfen. Ich habe meine Zahlen genannt, nenne sie die Ihren. Der andere steht dann irgendwie ohne Zahlen da. Sie können auch falsch sein, die Zahlen. Das ist ganz egal. Es kommt nur darauf an, dass es Zahlen sind. In der Regel schmeißt aber der andere auch Zahlen rein. Ja, und dann versteht kein Mensch mehr, was passiert. Ja. Nebenbei gesagt, der Gewinner der damaligen Wahl bei dieser Elefantenrunde, der war mir der langweiligste, der hatte nämlich nur 4 Zahlen genannt. Der hat nur gesagt, 50 Milliarden brauchen wir, 25 bekommen wir daher, 10 daher und die 15 daher. Das ist es, damit haben wir unser Defizit drinnen. Und dann hat er sonst nichts mehr genannt, nichts mehr. Er war sehr geschickt. Ja. Er hat auch nur relativ kleine Zahlen genannt, nämlich das Wort Milliarden vergisst man ja. Man hört ja nur 50 und 25 und 10 und 5. Und, ja, so, das ist für die Leute dann genug. Nicht? Und möglicherweise lag es auch ja noch etwas an seiner politischen Botschaft, oder nicht nur an diesen 4 Zahlen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist sehr gut vorbereitet worden. Sag nicht zu viele Zahlen, du verwirrst die Leute. Ich glaube, das ist ihm schon gesagt. Und er war nebenbei gesagt von seinem Beruf Herr Banker. Also er hat mit Zahlen sehr viel zu tun gehabt. Ja. Ja, eben, aber das war ja genau die Frage auch nach der Macht der Mathematik oder der Verführbarkeit. Ja. Nicht? Die mathematischen Modelle, insbesondere in der Finanzindustrie, haben uns nicht nur Gutes beschert. Ja, das ist richtig. Wissen Sie, bei der Wirtschaft gilt es, all our models are wrong, some of them are useful. Nicht? Aber es hat sich gezeigt, die Modelle stimmen nur dann, wenn die Wirtschaft halbwegs in ruhigen Bahnen verläuft. Sobald es irgendwelche schwarze Schwäne gibt, die auftauchen, nicht? Und es gibt ja dieses schöne Buch vom schwarzen Schwan, dann sind die Modelle hinfällig, weil die leben alle davon, dass alles Gauss verteilt ist, wie man sagt. Da darf es keine Thick Tails, keine dicken Enden auf der Seite geben. Da muss, also ja, nur dann funktionieren die Modelle. Es waren ja Black und Scholes, die den Nobelpreis bekommen haben dafür, dass sie mit mathematischen Formeln Optionen bewerten konnten. Die hatten ja dann sofort den
das Preisgeld eingesetzt in der Börse und haben sofort das ganze Geld verloren bei der ersten großen Wirtschaftskrise. Also es zeigt sich, selbst die Mathematiker, die mit den Zahlen umgehen sollen, man sagt das ihnen jedenfalls nach, die können dann mit der Wirtschaft vielleicht auch nicht so umgehen, weil die Wirtschaft ist doch nicht so leicht beschreibbar, wie es die Mathematiker wollen. Ja? Wie das Wetter und das Klima auch. Wie das Wetter und das Klima auch. Es ist unglaublich. Wir werden das Wetter höchstwahrscheinlich nicht voraussagen können, auf Monate, nicht auf Jahre hinaus, aber es gibt die vielen Klimaforscher, die uns erklären, es wird die Katastrophe kommen. Ich bin mir da nicht so sicher. Das heißt, der Laie sollte immer skeptisch bleiben, immer skeptisch. Wenn es von mathematischen Modellen, zur Erklärung von solchen Realitäten die Rede ist. Richtig, richtig. Denn die Modelle sind einfach immer nur Modelle. Sie sind einfach so, wie soll ich sagen, Modelleisenbahnen und die laufen halt nur auf den Schienen, die ich selbst geschraubt habe und nicht im Engadin oder nicht am Gotthard herum. Die Wirklichkeit ist eine andere. Also hüte dich vor Zahlen und hüte dich in diesem Sinne auch vor Mathematikern. Man muss immer, vor den Mathematikern, ja, ein gewisser Respekt tut uns ganz gut. Ja, ja, das. Nein, das Beste ist, wenn man eine Ahnung hat und weiß ungefähr, in welcher Weise diese Leute, die die Modelle nennen, ticken. Ja, und dann sagt man sich, ja, das ist verlässlich oder das ist weniger verlässlich. Das heißt, haben Sie diesen Finanzmodellen immer misstraut? Wären Sie einer von denen gewesen, die eigentlich da hätten sagen können, passt auf? Also für mich war das ganz einfach, dass ich denen misstrauen konnte, weil ich ja überhaupt nichts investiert habe, weil mangels Masse, aber Schumpeter zum Beispiel, ein großer österreichischer Ökonom, hat immer diesen Modellen misstraut, hat immer gesagt, die Wirtschaft ist etwas komplizierter als diese Modelle. Felix von Sommery, ein wunderbares Buch, ist, glaube ich, sogar von der NZZ herausgegeben in seinen Beschreibungen. Er hat das Gefühl gehabt, was passieren wird, hat gewusst, wenn man es nur rechnet, dann ist es einfach viel zu wenig. Nein, nein, man muss hier wirklich sehr vorsichtig sein. Obwohl natürlich eine gewisse Basis ist vorhanden. Wissen Sie, was man normalerweise bei diesen Dingen sieht? Man sieht immer den möglichen Gewinn und auf den starren die Leute. Das ist da. Die meisten Menschen starren auf den Gewinn und die wenigsten sehen, dass da unten noch ein Risiko steht. Und das Risiko ist immer ein bisschen größer als Null. Und größer Null bedeutet, es kann schlagend werden. Und wenn es bei meinem Einsatz schlagend wird, sagt der Finanzberater, der Anlageberater, na ja, das war halt einer dieser Fälle von den vielen Tausenden, es hat dich halt erwischt. Aber für mich war es Schicksal. Für mich gilt das Gesetz der Wahrscheinlichkeit nicht, bei meinem Geld. Da muss ich anders denken. Da muss ich denken, kann ich mich verlassen auf diese Aktien, kann ich mich verlassen auf dieses Finanzprodukt oder kann ich mich nicht darauf verlassen? Und das muss man einfach von der Sache her verstehen. Und es hilft einem nichts, wenn man sagt, na, das Risiko ist ungefähr so groß. Also Mathematiker, auch wo Sie, die sich ja mit Wahrscheinlichkeiten beschäftigen, gewinnen nicht mehr im Lotto, sind im Roulette nicht besser als andere Leute? Sie würden im Lotto unter Umständen ein bisschen mehr gewinnen, weil Sie nämlich Zufallszahlen setzen würden. Das müssen Sie machen, wenn Sie Lotto ausfüllen. Dürfen Sie ja nicht ausfüllen. 1, 2, 3. Wie viel macht man in der Schweiz? 6 aus 42 oder wie viel? Ich weiß es gar nicht. Ich muss gestehen, wir spielen in Lotto. Das ist auch ein bisschen... 6, ja. Also Sie dürfen nicht ausfüllen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wissen Sie, warum nicht? Ich meine, es kann genauso kommen wie jede andere, aber es füllen so viele Menschen 1, 2, 3, 4, 5, 6 aus, dass wenn sie gewinnen, Sie relativ wenig gewinnen. Sie müssen die ausfüllen, die wenigsten Leute setzen. Ich weiß nicht, ob wir das dürfen, Gewinntipps abgeben in dieser Sendung. Ja, Verlusttipps gibt es. Nein. Normalerweise, sobald Sie spielen, müssen Sie sagen, das Geld ist weg. Ja. Lassen Sie vielleicht zum Schluss noch mal ganz kurz auf das Thema Schule zurückkommen. Sie haben das ganz am Anfang ja angetönt, wie Sie sich eigentlich den Mathematikunterricht idealtypisch vorstellen würden. Warum gelingt denn das nicht an den Schulen, diese Lust an der Mathematik breiter zu verankern? Warum tun wir uns so schwer, jungen Menschen die Mathematik näher zu bringen? Ja, weil wir sie einschränken darauf, dass wir sagen, ihr müsst bestimmte Testaufgaben machen. Diese. Wissen Sie, diese Testaufgaben haben auch eine unglaubliche Geschichte damals, als es die Rechenmeister gegeben hat. Und wenn einer dann in den Ruhestand gegangen ist, hat die Stadt einen neuen suchen müssen. Und die haben ihm Testaufgaben gegeben. Und solche Aufgaben, die haben sich hingezogen bis heute in die Schulbücher. Und nur diese. Und das ist nicht die Mathematik selbst. Ja. Aber eben, warum macht man es, wenn man ja weiß, dass es eigentlich nicht wahnsinnig viel... Also PISA beispielsweise zeigt ja, Mathematik ist ein schwieriges Fach für viele Schüler, auch in Österreich.
jetzt kann man von Pisa halten, was man will. Ja. Aber Tatsache ist, offensichtlich funktioniert dieser klassische Unterricht eigentlich nicht so gut im Sinne, dass eben die Kinder gescheiter werden dabei. Ja, aber ich meine, sozusagen die Schulpolitik geht genau in die Richtung, dass wir sagen, noch mehr Test, noch mehr Vergleichung, noch mehr Ranking, noch mehr Kompetenzprüfung. Dabei ist es bei PISA so, ich habe ein Beispiel gesehen, da mussten sie von einer Soße, die besteht aus 60 Milliliter Öl, 30 Milliliter Essig, 10 Milliliter Soja, insgesamt 100 Milliliter, sollten sie aber eine Soße machen mit 150 Milliliter. Wie viel Milliliter Essig brauchen Sie jetzt oder wie viel Milliliter Öl? Das Beispiel ist zu einfach, das hat nichts mit Mathematik zu tun. Es wurde aber nur von ungefähr 70-60% der Leute gelöst. Wissen Sie warum? Weil sie es nicht lesen konnten. Nicht lesen konnten. PISA ist an sich so. Bei vielen Aufgaben in der Mathematik ist es das Lesen. Und es kommt ein Text mir entgegen und es wird mir eine Situation geschildert und ich frage mich, was soll ich mit dieser Situation überhaupt anfangen? Ich fühle mich nicht in der Situation, dass ich der eines Bauern bin, der sein Feld umzäunt. Wobei ich, wenn ich durch die Gegend fahre, niemals sehe, wie ein Feld umzäunt wäre. Aber in diese Situation komme ich einfach nicht. Und dieses Entfremden von meiner eigentlichen Wirklichkeitswelt, das ist natürlich ein weiterer Punkt, den die Mathematik beschwerlich macht in der Schule. Und da muss man sagen, ja, es ist etwas Fremdes. Aber durch die Geschichten kann ich dieses Fremde viel besser nahebringen als durch Prüfungsaufgaben. Jetzt versuchen Sie ja die Popularisierung der Mathematik, ja, um es ein bisschen salopp auszudrücken, und sind ja sehr erfolgreich damit mit Ihrem Projekt im Museumsquartier in Wien, wo Sie ja ausgebuchte Säle haben. Und ganz klassisch einfach vortragen, nicht? Und also da scheint ja ein großes Bedürfnis da zu sein, dass die Menschen sich sagen, ich verstehe es nicht, aber ich möchte es gern verstehen. Und darum gehe ich jetzt zum Taschner und höre mir das an. Richtig. Und was macht der Taschner? Er nimmt die Entfremdung ernst und sagt, meine Damen und Herren, ich führe Sie in ein fremdes Land. Wenn man das weiß, dass man jetzt in ein fremdes Land geführt wird, ist man wenigstens vorbereitet darauf, anstatt dass man sagt, ich zeige euch jetzt, wie die Welt wirklich ist, und dann zeigt man sie ihnen völlig fremd und die Menschen sagen sich, das kann doch nicht die Welt sein, die ich sonst kenne. Also ein wenig hat das einfach nur damit zu tun, dass ich versuche, ehrlich zu sein und zu sagen, meine Damen und Herren, es ist ein fremdes Land, aber es ist ein Land, in dem wir uns irgendwie versuchen zu orientieren. Und wenn Sie es vergleichen mit Ihrer Generation als Schüler, sind die Schüler heute geschickter im Verständnis von Mathematik? Oder ist es gleich belieben oder ist es eher kulturpessimistisch betrachtet ein Niedergang? Den Niedergang hat es ja immer gegeben. Schon die alten Ägypter haben gesagt, die Generation nach uns, die können keine Hieroglyphe mehr so lesen wie wir. Es hat es immer gegeben. Nein, ich bin eigentlich mit der künftigen Generation eigentlich recht. Also ich sehe es an den Studenten, männlich und weiblich, die ich habe in den Vorlesungen, unglaublich interessierte Bildungsaufsteiger. Ja. Die kommen also bei uns an der Technik sozusagen aus allen Herrenländern, wirkliche Bildungsaufsteiger, die was werden wollen, die versuchen zu lernen. Sie lernen es nicht mehr so, wie ich es einst gelernt habe. Natürlich nicht mehr. Ich habe noch Gedichte gelernt. Heute lernt man interessanterweise, ich merke das, keine Gedichte mehr. Das macht die Kinder aber deshalb nicht dümmer. Es ist einfach ein anderes Lernen. Es ist ganz gut so. Ich glaube, wir müssen ja auf die Zukunft der Kinder setzen, weil sonst haben wir alles verloren. Also insofern glaube ich, dass wir, wenn wir ihnen die Mathematik in einer neuen Weise beibringen, dass man sagt, ich erzähle auch eine Geschichte dazu, dass wir ihnen dann auch noch eine Zukunft geben werden. Und das ist das Schönste, was man machen kann. Wunderbar. Bei diesem Wort lassen wir es stehen, Herr Taschner. Wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch und danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ2 Journalisten ein Gast. Sie können diese Sendung wie immer auch auf dem Internet sehen unter www.nzz.ch. Es wäre schön, Sie wären auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann sagen wir auf Wiedersehen. Musik